Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Neue Übertragungssysteme für Energie auf der Erde. Der neuntdimensionale arcturianische Rat durch Daniel Scranton am 6. Februar 2020. Übersetzt von Wolfgang. Seid gegrüßt, wir sind der arcturianische Rat. Wir freuen uns, mit euch allen in Kontakt zu treten. Wir haben zugesehen und auf das perfekte Timing gewartet, um euch die folgende Übertragung zu überbringen. Und dieser Moment ist der perfekte Zeitpunkt, sie zu überbringen. Wir haben die Veränderungen bemerkt, die einige von euch in der Art und Weise feststellen können, wie die Energie auf euren Planeten übertragen wird. Und wir möchten, dass ihr alle wisst, dass sich das Übertragungssystem mit euch und wegen euch weiterentwickeln wird. In den letzten Jahren wurden so viele weitere Übertragungssysteme geschaffen, dass es zu lange dauern würde, jedes einzelne in dieser Übertragung im Detail zu beschreiben. Aber wir möchten euch auf die leistungsfähigeren Übertragungssysteme aufmerksam machen, damit ihr eure Gefühle besser berücksichtigen könnt. Die Bäume wurden von so vielen höherfrequenten und höherdimensionalen Wesen genutzt, dass ihr euch, wenn ihr euch einfach unter einen Baum setzt und die Absicht habt, die einströmenden Energien zu absorbieren, in eurem Energiefeld ganz sicher deutlich anders fühlen werdet. Eure Haustiere werden auch als Energieübertragungssysteme für euch alle benutzt. Deshalb war es nie eine bessere Zeit für euch, euch einen kleinen Tierfreund zu besorgen, der mit euch lebt. Wir haben auch bemerkt, dass jeder Grashalm auf eurer Welt als Antenne benutzt wird, als eine Art Blitzableiter für die einströmenden Energien. Der Regen ist ein gewaltiges System, um euch alle mit Energie zu versorgen. Und so ist euch vielleicht ein Thema aufgefallen, und dieses Thema ist die Natur, von der eure Tiere ein Teil sind. Wenn ihr euch mehr mit Mutter Natur und all ihren Wundern verbindet, ist das der beste Weg, um genau das zu erhalten, was ihr braucht und was ihr wollt. Bringt mehr Pflanzen und Blumen in eure Häuser und geht nach draußen, so oft ihr könnt. Atmet die frische Luft ein mit dem Wissen, dass ihr beim Atmen auf mehr Energie zurückgreifen könnt. Und atmet mit Absicht. Atmet mit dem Wissen, dass ihr eure Lungen mit den Energien höchster Frequenz füllen könnt, die euch in jedem Moment zur Verfügung stehen. Aber wir empfehlen euch besonders, in die Natur hinauszugehen und bewusst zu atmen. Und bringt zumindest so viele Stellvertreter wie möglich nach Hause, um sich mit ihnen zu verbinden, denn sie sind die Kanäle, die es euch ermöglichen, mehr von euch selbst zu werden und die höhere Frequenz zu halten, von der wir wissen, dass ihr sie alle halten wollt. Wir sind der arcturianische Rat und wir haben es genossen, uns mit euch zu verbinden. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.